Basis, die im Rahmen der DGTF ebenfalls in das Einsatzgebiet verlegen soll. Sie sehen als erstes Fahrzeug einen Ellog der Feldjäger. Dem folgt ein Ego-4 als Führungsfahrzeug dieser Marschalleinheit. Nach dem Führungsfahrzeug sehen wir ein Loki A1. Demnach ein ungeschütztes Transportfahrzeug, kurz UDF-15 Tonnen. Gefolgt von einem MAN 10 Tonnen mit 4 Kanistern Fettwürzsystem. Als letztes Fahrzeug folgt ein Loki A4 FSA. Fahrzeug Nummer 7 ist ein Loki Tagger. Fahrzeug Nummer 8 ist das entstandsgesetzte MAN 15 Tonnen Launcher Fettwürzsystem. Das schließende Fahrzeug ist ein Hardliner der Feldjäger. Als erstes Fahrzeug sehen Sie einen Ego 5 der Feldjäger. Gefolgt von einem Toyota Hilux als Führungsfahrzeug dieser Marschalleinheit. Dem folgen zwei MAN HX-32-440 zur Aufnahme und Transport von Material. Dem anschließend ein MAN HX-32-440 EMPL. Und ein weiterer MAN HX-32-440. Ein Ritter der Feldjäger ist das schließende Fahrzeug. Diese Kräfte werden ebenfalls mit Fahrenschauer 70.000 auf dem SLG 50 verladen und unter Begleitung des Feldjäger in die Instandsetzungseinrichtung Severanien abgeschoben. Aufgrund des Bedarfs der Werbefähigkeit im Einsatzraum wird der Werbepanzer auf dem SLG 50 verladen und unter Einbindung des Feldjäger technisch verbracht. Schauen Sie bitte erneut nach halb links in den Vordergrund. Eine Baumaschine, bereitgestellt durch die Hills Nation, wird hier durch die Spezialpioniere betrieben. Die Planierraute von der Kuba, hier jetzt war, beginnt damit in die öffentliche Ebene, um die Voraussetzungen für die weitere Bearbeitung der Entwicklung durch eine